Leute, es geht zum Bundesliga-Showdown. Borussia Dortmund vs. Mainz 05. Wenn Dortmund gewinnt, sind sie Meister nach über 10 Jahren. Ich fliege auch gleich schon los und sogar hier auf dem Flügel ist das Wappen vom BVB. Und schon befinde ich mich hier in meinem Hotelzimmer in Dortmund. Hab mich gerade hier fresh gemacht, natürlich mit dem Whiskey aus der Kulturbeutel. Und ja, hab hier zwei Einzelbetten am Start, Freunde. Aber ich bin alleine, hab sehr gut gepennt. Ich bin ja gestern Abend schon angereist. Und das ist echt cool, der Ausblick aus dem Hotelzimmer. Da ist er, der Mannschaftsbus vom 1. FSV Mainz 05. Hier halten sich meistens auch immer die Gastmannschaften auf, wenn sie gegen Borussia Dortmund spielen. Also es ist auch nur knapp 5 Minuten Fußweg entfernt vom Westfalenstadion. Ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ich mache mir jetzt noch einen guten Morgenkaffee und dann geht's auch schon ab zum Stadion. Wir haben jetzt knapp 3 Stunden vor Anpfiff und mir schreiben die ganze Zeit schon Zuschauer auf Instagram, dass ich sofort zum Stadion loslaufen soll, weil dort überall schon Bengalos gezündet werden. Also wir verschwenden keine Zeit, hier überall schon Dortmund-Fans. Oha, wie idyllisch haben die hier so einen Brunnen installiert vorm Hotel. Ist ja nice. Alright, und da ist er, der Mannschaftsbus von Mainz 05. Okay, da kann man sich schon ein paar Bierchen holen. Ich glaube, da gibt es auch den heutigen Matchschal. Also der ist auf jeden Fall Pflicht. Denn das Spiel könnte in die Vereinsgeschichte eingehen, definitiv. Na, das sind die ersten. Hallo, das gibt's doch gar nicht, na? Und, gewinnt ihr heute? Gewinnt ihr heute, ja? Viel Glück heute, ne? Also, ja, servus. Alles klar, natürlich. Was ist das bitte für ein geiles Wetter? Mal schauen, ob das Glück bringen wird. Ist hier ein Matchschal. Ah ja, da. Oh, den brauche ich, Leute. Dortmund mein. Ja, natürlich. So bin ich aber noch nie zum Signal Iduna Park gelaufen. Schaut mal, da hinten sieht man ihn schon. Das ist das gelbe Geländer. Der FC Bayern hat in ihrer Vereinsgeschichte 32 Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Borussia Dortmund 8 Mal. Das heißt, Leute, Bayern hat in den letzten 10 Jahren öfter die Schale gewonnen als Dortmund in der ganzen Geschichte. Die letzte Meisterschaft gewannen sie 2012. Und es war auch gleichzeitig das Jahr, wo Bayern das letzte Mal komplett titellos eine Saison blieb. Da verloren sie das DFB-Pokalfinale auch ausgerechnet gegen Dortmund. Die deutsche Meisterschaft verspielten sie und auch noch das Champions-League-Finale gegen Chelsea, das Finale der Horn. Oh, das war auch ganz belastend. Also es war eigentlich eine gute Saison, aber sie gewann halt nichts. Und die Dortmunder holten damals das Double noch unter Jürgen Klopp als Trainer. Mario Götze war da noch in seiner Prime. Lewandowski hat da auch noch gezockt. Also es war schon wirklich eine legendäre Mannschaft. Also Leute, ich glaube, euch wird so langsam bewusst, wie viel dieser Titel, dieser Tag heute der Stadt den Fans bedeutet. Ja, und ich denke, die meisten neutralen Fans werden auch heute den Schwarz-Gelben die Daumen drücken. So Leute, ich muss jetzt hier durch diesen Tunnel laufen, wo, glaube ich, die U-Bahn-Schutze normal ist. Alter, die gelbe Bahn strömt schon hier zum Stadion. Das sieht so geil aus. Natürlich blicke ich heute auch mit einem Auge auf die anderen Parallelspiele. Also nicht nur nach Köln zu Bayern. Na, da kommt schon einer. Neues Trikot schon starten, oder? Nice, Digga, geil. Sondern natürlich auch auf den Abstiegskampf, Leute. Ausgerechnet der erste Rivale von Dortmund, Schalke, könnte heute absteigen. Also es wird wirklich extrem spannend, nicht nur im Kampf um die Meisterschaft. Uiui, jetzt werden gleich viele Bilder, glaube ich, gemacht. Oh, Ricken, der hat damals das legendäre Tor geschossen im Champions-League-Finale im Olympiastadion in München. Diesen Chipper kennt bestimmt noch einige von euch. Das ist der pure Wahnsinn. Es werden auch knapp 100.000 Menschen, so wie ich gehört habe, erwartet, die einfach nur vorm Stadion chillen, die gar nicht reingehen zum Spiel. Wollt ihr eure Prediction sagen? Das wird ein ganz knackiges 4-1 für Dortmund. Okay, was sagt ihr, Jungs? Okay. Ich sag 4-0. Also, ciao, viel Spaß, gell? Ich glaube, es wird heute nicht knapp, Leute. Es wird auch kein Drama. Dortmund macht das ganz sicher. Übrigens, Leute, lasst schon mal einen Daumen nach oben da, wenn Dortmund Meister wird, ob ich noch einen zweiten Vlog machen soll, weil morgen am Borsigplatz sollen mindestens 500.000 Menschen kommen, wenn nicht sogar mehr. Also, das wird, ja, geisteskrank. Digga, okay, ich muss jetzt ziemlich schnell durchkämpfen, Leute. Ich habe jetzt schon, keine Ahnung, viel Bilder gemacht. Wirklich extrem viel, auch mit Adeyemi-Trikot. Ist hier Publikumsliebling, glaube ich, auch mit Bellingham und so. Was für eine Rückrunde die gespielt haben mit Sebastian Haller. Wer hätte das gedacht, Leute? Apropos, es könnte auch heute das allerletzte Spiel von Jude sein, bevor er dann zu Real Madrid geht. Karim ist ja jetzt auch zum Rookie of the Season gewählt worden. Hat mich echt extrem gefreut nach dieser ja, eher schlechten Hinrunde. Leute, guckt mal. Also so früh vor Anpfiff habe ich das so voll noch nicht erlebt. Alter Verwalter, schaut euch mal diese Schlange an vom Stadion. Digga, wir haben noch nicht mal 13 Uhr. Ja,
Oh mein Gott! Farke hat jetzt schon das Meisterschaftsshirt ausgedruckt, Leute. Wir haben schon das Shirt aus Schwarfheim. Der SV Schwarfheim wird gegrüßt. Zweite Mannschaft. Bist du dir so sicher? Ja, Dortmund wird heute Meister. Und ja, sorry, aber Schalke steigt ab. Oh. So Leute, ich muss jetzt hier in diesen Fanshop hinein und darüber gehe ich dann ins Stadion hinein. Ich bin heute nämlich hier auf Einladung vom Haupttrikotsponsor von Borussia Dortmund von 1&1. Vielen Dank. Ja, gut. Okay, wie heißt du? Ich heiße Timmy und mein Tipp ist 4-1 Dortmund. Oh, wie süß. Okay, ich sag 4-0. Ja. Also, toi, 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 gell? Ja. Ciao. Alright Leute, ich hab's reingeschafft. Marco Reus hier im Hintergrund. Let's go. Puff. Kennt ihr bestimmt schon auch aus früheren Vlogs von mir, Leute. Hier ist der große VIP-Bereich. Oh yeah. Digga, hier wird heute so die Post abgehen. Die Südtribüne füllt sich auch immer mehr und mehr schon. Alter, der Rasen sieht perfekt aus. Wirklich 1A mit Sternchen. Perfekte Bedingungen. Wir gönnen uns erstmal das perfekte Essen. Leute. Ich sag's euch, diese Dinger hier in Dortmund sind wirklich eine Ikone. Das ist das leckerste Dessert, was ich je in einem Fußballstadion gegessen habe. Das ist der Stammtisch, wo wir eingeladen sind. Es sind noch ein paar andere Gäste am Start. Und mir wurde gesagt, dass in der Box hier ein kleines Geschenk ist. Ich habe schon eine kleine Vermutung, was da drin sein könnte. Zack. Ah, jawohl, auch ein Trikot für mich. Das ist schon das Neue für die nächste Saison, Leute. Und? Jawohl. Ja, ich habe gesagt, Karim ist mein Lieblingsspieler von Dortmund. Deswegen Adeyemi drauf. Sehr geil, ziehen wir jetzt mal sofort an. So, und was sagt ihr Leute? Steht's mir oder nicht? Ich hoffe, es bringt Glück heute. Wenn ihr gerade auf der Suche seid nach einem neuen Handyvertrag, dann schaut doch gerne mal bei 1&1 vorbei. Wir haben aktuell richtig coole Smartphone-Angebote am Start in Verbindung mit der 1&1 All-Net-Flat, wo wirklich für jeden etwas dabei ist. Man bekommt auch coole Gadgets on top dazu, wie zum Beispiel die passende Smartwatch zu eurem Gerät. Die 1&1 Service Card ist auch immer inklusive. Da bekommt ihr nämlich beim Kauf eines neuen Geräts eine hohe Tauschprämie für euer altes Gerät. Außerdem gibt es noch einen 24-Stunden-Austausch-Service. Egal ob bei Bruch, Defekt oder Wasserschaden, da bekommt ihr innerhalb von 24 Stunden eine Alternative. Also sichere auch du dir die 1&1 All-Net Flat und erhalte ab einmalig 0 Euro dein passendes Wunsch-Smartphone dazu. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung, Leute. Und jetzt weiter geht's. Erster Hauptgang hier, Nudeln mit Parmesan und Tomatensauce. Noch ein schönes Schnitzel, Leute, und Zitronensaft drüber. Ja, auf euch, Leute. Boah, sehr lecker. Super. Nachspeise, Panna Cotta und diese Steaks. Eli, wenn du das siehst, wirklich, das ist die Definition von 10 von 10. Ey, die sind so lecker, ne? Vor allem, wenn die heiß sind. Einmal wie so Pancakes beim Stehen. Boah. Guck dich mal bitte jetzt die gelbe Wand an. Oh mein Gott. Die sind so ready für den 34. Bundesligaspieltag. So Leute, ich will jetzt mal ganz kurz schon mal meinen Sitzplatz abchecken. Ja, natürlich. Du bist einmal ein Kuppelbübelfechter und du bist der Beste. Okay, das ist meine Reihe. Krass, sogar mit solchen ledergepolsterten Sitzen. Hört sich jetzt einfach schon so krass an. Ah, okay, hier auch da mit 1&1 markiert. Perfekt. Ja, okay, ciao Leute, Feierabend. Komplett vorbei. Was ist denn das für ein Sitzplatz? Also, besser geht die Sicht gar nicht. Wenn man noch bis weiter unten ist, hat man gar nicht mehr so eine Übersicht. Es ist einfach perfekt. Wirklich, vielen, vielen Dank. Die Dortmund ist sogar reingekommen, Leute. Schon mal, da geht direkt die Büros hoch. Alter, Alter, ich gehe sofort raus, warte. Da geht's so rund, Leute. Ey, was glaubt ihr, was passiert nach Abpfiff? Wenn die so schon die Mannschaft empfangen. Marco Reus, Mukoko, Schlotti, Karim Adeyemi, Jude Bellingham. Aber er spielt leider nicht von Anfang an, er hat immer noch mit Knieschmerzen zu kämpfen. Wenn er bei dem Spiel heute wirklich nicht zockt, Leute, das heißt schon was, ja? Dann hat er wirklich Probleme. Ey, ich muss jetzt schon schreien. Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia. In wenigen Minuten geht's los und ihr hört es schon. By the way, Herr Anwalt auch am Start. Die Mainz haben aber auch echt einen relativ großen Bereich da. Also auch sehr viele von dort angereist. Alle holen ihre Schale raus.
Okay. Und jetzt! Wenn Bayern gewinnen sollte, reicht Dortmund kein Unentschieden. Da müsst ihr auch gewinnen, weil sie eine deutlich schlechtere Tordifferenz haben. Und das Spiel läuft jetzt. Hummels am Ball. So, und jetzt hat wohl noch die ganzen anderen Spiele angepfiffen. Wie gesagt, ich werde den Ball die ganze Zeit drauf gucken. Oh, Wolfsburg schon 1-0 gegen Hertha, aber die sind schon abgestiegen. Guter Ball. Alea mit Platz. Oh, Ecke. Ecke Dortmund! Schnelles 1-0 wäre natürlich wichtig für Selbstbewusstsein. Oh! Süle! Der Ex-Bayern-Spieler! Der Mann da unten regt sich so auf, Leute! Er ist seit 40 Jahren schon im Stadion! Über die Schiedsrichterentscheidung, es ist so viel Feuer hier drin. Leute, Bayern führt bereits schon nach 13 Minuten, genauso wie auch Leipzig. Das heißt, nach aktuellem Stand wäre Schalke abgestiegen und Bayern wäre Meister. Kingsley Coman hat es gemacht in 8 Minuten schon nach Vorlage von Sané. Ach du heilige Scheiße, nein. Alter, was passiert hier bitte? Zuschauer, kann es gerade nicht krasser sein. Bayern ist direkt in Führung und Dortmund ist in Rückstand. Muss jetzt zu Hause Comeback machen. Aber wir haben noch sehr, sehr früh in der Partie alles. Wir haben noch genug Zeit. Aber das ist jetzt schon, es wird jetzt auf die Psyche gehen. Vor den Spielern vor allem. Und Wolf, auf Malen. Foul, nein, Schiri lässt weiterlaufen. Er gibt Vorteil. Und jetzt gibt es Schweiz. Natürlich das Publikum hinter sich. Nicht.
Boah, ich kann gar nicht mehr so laut schreien, Leute. Es ist so laut. Der Video-System checkt aber einen potenziellen Elfmeter. Das wäre natürlich jetzt ultra wichtig für Dortmund. Oh, er guckt sich an. Alter, weiter. Jetzt wird's spannend. Da checkt das auf dem Monitor. Gibt's Elfmeter für BVB oder nicht? Wieder eine. Oh, er gibt Elfmeter! Der Moment des Spiels, den jetzt reinzuhauen. Direkt 1-1, alles wieder auf Höhe und sofort weiter Attacke. Alea, glaube ich, nimmt sich die Kugel, ja? Was ist das eigentlich für eine Märchenbuchgeschichte, Leute? Dass ausgerechnet Alea jetzt am 34. Spieltag sich ans Herz fasst und versucht, den Elfmeter reinzuscheppern. Man gönnt es ihm so sehr. Was hat er geworfen? Hast du was abbekommen? Gar nicht. Irgendjemand hat einen Becher geworfen, ja. Ja, ich wurde wieder. Ja, irgendjemand runter, ja. Ei, scheiße, Digga. Fuck. Ich dachte, es wird heute so ein 4-0-Ding. Aber es fängt hier direkt sehr, sehr dramatisch an. Aber die Fans sind unglaublich. Überragend. Tom, weitermachen. Nicht aufgeben. Gesehen haben. Ich bin gespannt. Der sah klar aus als die erste Situation da an der Ecke. So, warte mal, schau mal, wie laut ist das, Digga. Der Schiedsrichter blinkt vor. Oh! Das ist gerade auf dem Besiktas. Digga, der Seebord. Eieiei, Leipzig führt schon 2-0, obwohl es für die um gar nichts mehr geht. Schalke im Bruch. Scheiße. Ich fass es nicht, Leute, ich fass es nicht. Es sind 23 Minuten gespielt und Mainz führt 2-0 in Dortmund. Einer komplett perplex im Gesicht da. Also wirklich. Ich weiß gar nicht, krass. Ich überlege gerade nicht, was das vergleichen soll. Es ist doch nicht ganz so schlimm, aber ich sag mal so, das ist vielleicht so, wie wenn damals gegen Liverpool Barca heute, wo wir das 3-0 kassiert haben, wo man dann dachte, scheiße, sowas passiert hier gerade. Aber man hatte trotzdem vielleicht noch Hoffnung. Es ist ja nicht komplett gelaufen, wir haben noch 65 Minuten vor uns, aber trotzdem, das ist... Also jetzt... Weil dann wird es ganz, ganz schwer. Lauf jetzt schnell, boah, mit dem Verschuss der Elfmeter, Digga. Leute, ich hab... Aber ganz kurz, war auch ein überragender Kopfball. Kobel hätte den fast noch rausgekratzt, irgendwie ging im Pfosten gelenkt. Da haben auch nur Millimeter ganz entschieden. Es würde eigentlich zur Saison passen, wenn Bayern irgendwie in Köln auch noch choked und unentschieden und so spielt. Aber mal schauen, Leute. Ja, alles mit der Ruhe. Das wäre die Blitztabelle. Bayern ganz oben mit 71 Punkten und dahinter Dortmund mit 70. Nein. Alter, die kassieren fast das 3-0. Da war so viel Platz gerade für die Mainzer wieder. Dortmund ist komplett neben der Spur. Mittlerweile ist Marco Reus in die Partie eingewechselt worden, da Karim sich verletzt hat. Wirklich sehr, sehr bitter. Genesungswünsche gehen raus. Gleich ist schon Halbzeit. Also man muss ehrlich sagen, spielerisch war das fast schon ein Totalausfall von Borussia Dortmund. Die müssen wirklich jetzt komplett den Schalter umlegen. Ganz wenig Kreativität im letzten Drittel. Und man muss auch ehrlich sagen, Mainz hat es auch gut gemacht bei den beiden Toren. Jetzt aber Dortmund im Angriff. Zieh, zieh, zieh. Ja, Jule! Jule! Nein! Oh mein Gott! Nein! Ah, Mann, er hatte, glaube ich, zu lange Zeit, um nachzudenken, was er macht. Er wollte schon fast zu schön machen. Einfach noch zwei Spieler neben ihm abspielen. Ja. Mann, aber bis dahin alles perfekt gemacht. Die beste Chance für Dortmund. Ja, Köln bleibt es aber auch noch weiter spannend. Bayern hat zwar ein Tor geschossen, aber es wurde aberkannt. 1-0 jetzt zur Halbzeit. Ja. Und Ausnetz. Man
aber auch wirklich sagen, es ist echt krass, was die Mainzer dem BVB für eine Stirn bieten, obwohl es bei denen um nichts mehr geht. Es gibt manche Dinge im Fußball, die kannst du einfach nicht erklären. Und heute ist bisher so ein Tag. Ich meine, Dortmund, Leute, machen überhaupt kein gutes Spiel, wirklich. Aber trotzdem hatten sie einen Elfmeter. Sie hatten die Chance von Julian Brandt. Jetzt sind sie 2-0 hinten. 45 Minuten noch Zeit. Boah! Man hat irgendwie auch das Gefühl, als ob Dortmund die Auswärtsmannschaft ist und es bei denen heute um nichts mehr geht. Also sie müssen viel, viel griffiger jetzt gleich sein in den Zweikämpfen und vielleicht auch Jude Bellingham ganz ehrlich riskieren einzuwechseln. Ich weiß nicht, wie es dann Knie geht, aber ich glaube, der Junge, dem geht es gerade gar nicht gut auf der Bank. Die zweite Hälfte läuft bereits, Freunde. Okuko ist jetzt in die Partie gekommen und Marius Wolf raus. Also Dortmund geht jetzt sofort auf volle Offensive. Nee, oder? Konter Mainz. Das 3-0. Nein, Koblenz, nein! Oh mein Gott, Digga! Mach doch erstmal auf! Schöner Zweikampf. Genau das brauchen sie, ja! Start, Junge! Egal, weiter! Und Youssoufa. Ja, der kommt gut! Nein! Oh mein Gott! Riesenchance! So einer muss halt auch mal reinrutschen. Doch das spielerische Glück jetzt auch mal. Das ist so krank, Freunde. Schalke hat mittlerweile auch den Ausgleich erzielt gegen Leipzig. Aber Bochum führt 2-0 gegen Leverkusen. Das heißt, aktueller Stand wäre Schalke trotzdem abgestiegen. Sie müssen hoffen, dass irgendwie Stuttgart verliert gegen Hoffenheim und selber gewinnt. Okay, Dortmund erarbeitet sich jetzt langsam Chancen im Minutentakt. Mittlerweile Durin, Will und Reiner drin für Malen und für den formstarken Brandt. Das heißt schon auch was. Leute, Hummels ist bereits schon Mittelstürmer. Und ja! Nein! 65. Minute und die Innenverteidiger sind schon mit dem 16er. Trainer, der ist frisch. Schön gespielt! Ja! Yeah! Oh mein Gott! Yeah! Was ist hier los? Was eine Bude, Digga! Eine Bude, direkt in der Bude auf die Mitkrieg! Er hört mich aber nicht! Was ein Traumtor! Ging es was drei! Genau das haben sie gebraucht auf dem richtigen Zeitpunkt! Junge, das Stadion kocht! Junge, die Partie läuft schon bereits, sie wollen keine Zeit verschwenden. Jetzt spielen sie so langsam gut. Die Frage ist, ob das auch rechtzeitig ist. Alter, dieser neue Mann gefällt mir nicht gut, dieser Durin Will. Und er kommt nicht, nein. Alter, jetzt! Ich sehe die Fernseher nochmal, nochmal machen! Wie gesagt, Leute, wenn Köln ein Tor schießt, ist Dortmund Meister, auch trotz Niederlage. Schön verlagert auf Durin Will. Super, Junge! Nein! Jubel im Stadion! Ich glaube, Köln hat es 1-1 geschossen. Nein, oder? Nein! Abgeklopft, der Stadionsprecher schreit! Stopp! Dort sind auch noch über 10 Minuten spielen! Nein, oder? Was passiert? Digga! Wie ein Tor wird das hier umjubeln, Junge! Weiter Dortmund, komm! Jetzt selber noch Ausgleich erzielen! Mann, gab sowas mal in der Bundesliga-Geschichte? Vielleicht 2-3 Mal? Es geht nicht spannender! Köln hat wirklich das 1-1 geschossen und mein Handy aktualisiert sich. Der Stadionsprecher hat es extra ausgerufen. Oh mein Gott, guckt euch mal an, wie viele zusätzliche Sicherheitskräfte jetzt da sind. Man hat nämlich gehört, dass die Fans nach Abpfiff den Platz stürmen möchten. So, jetzt hat nochmal per Elfmeter. Ljubicic hat es gemacht in der 81. Aber da ist es auch noch nicht vorbei, Leute. Leute, der Traum lebte nicht lange. Bayern hat das 2-1 geschossen.
und ist somit wieder auf dem ersten Platz. Hier gibt es vielleicht noch 5 Minuten zu spielen oder so mit Nachspielzeit. Alter, das ist echt... Egal, wie es gleich ausgeht, es geht so oder so in die Geschichtsbücher ein. Das ist ja... Was ist das für ein verrückter 34. Spieltag? Und Jamal Musiala war's. Musiala hat's gemacht. Vor allem, ich habe ja eben gesehen, Musiala wurde auch erst eingewechselt für Masraoui. Der hat nicht mal gestartet. Kommt rein und trifft direkt. Boah, ich bin echt gespannt auf die ganzen Highlights und Spielzusammenfassungen. Übrigens, Schalke hat das 3-2 kassiert von Leipzig. Die sind wahrscheinlich jetzt komplett weg. Man hört gerade nur noch die Mainzer Fans. Sind alle da am Hüpfen. Sie haben es den Dortmundern echt vermiest, obwohl es um nichts mehr ging. Aber natürlich muss der BVB sich in erster Linie auch in die eigene Nase fassen. Dass sie es wirklich geschafft haben, das zu verspielen, ist echt... Ich hätte das niemals gedacht. 2 Minuten vielleicht noch. Mathematisch ist es fast gar nicht mehr möglich. Und jetzt aber! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Valère! Abseits! Nein! Nein! Oh mein Gott! Ey, sie hätten noch 90 Sekunden oder so gehabt. Oh mein Gott, Digga, ich kann nicht mehr. Boah! War anscheinend deutlich, wird nicht mal gecheckt vom VAR. Ja, es geht direkt weiter. Macht Köln noch ein Tor oder nicht? Abpfiff in Köln, Leute. Bayern hat gewonnen und ist deutscher Meister. Süle, schießt doch mal. Er macht ihn. Oh mein Gott. Nein. Süle, Leute. Ich hab's nicht aufgenommen, aber der Schiri, glaube ich, wird jeden Moment abpfeifen. Er hat gerade eben schon die Pfeife im Mund gehabt. Ich weiß nicht, ob er es noch überhaupt anpfeifen wird. Oh mein Gott. Ich glaube, er lässt noch einen Angriff. Nein, oder? Oh Gott, er pfeift doch nicht ab. Schnell. Alter, was geht hier ab, Leute? Tor, Emre! Nein. Erlebt wieder ein Wunder wie gegen Malaga damals. Das erinnert mich gerade daran. Was? Oh mein Gott! Alle Eroberung! Nein! Oh, Leute! Das war's, er pfeift ab! No! Oh mein Gott! Alle Dortmunder Spieler liegen am Boden. Das ist eine Totenstille hier gerade im Stadion. Glückwunsch an die Bayern. Sie sind deutscher Meister. Zum 11. Mal in Folge. Durch Schützenhilfe auch von Mainz. Die hätten echt jetzt fast noch sogar 2 Tore schießen können. Boah, Leute, das tut so weh, gerade die Spieler zu beobachten. Guckt euch das an. Die Mainzer trösten auch die Dortmunder Jungs. Am Boden. Bellingham kam heute nicht mal zum Einsatz. Vielleicht, wie gesagt, sein letzter Tag hier im Westfalenstadion. Guckt euch diese Sicherheitskräfte an, sie bilden 2, oh, wenn nicht sogar 3 vierfache Reihen. Aber ich denke nicht, dass die jetzt den Platz stürmen werden. Sie singen aber weiter. Da ist er, oder? Jude. Glaube ich auch Tränen in den Augen. Er konnte heute seiner Mannschaft leider nicht helfen. Was für Bilder, wirklich. Gut. Geht's für jeden hin. Das ganze Stadion ist auch noch voll. Also die allerwenigsten verlassen es. Bleiben alle hier mit ihrer Mannschaft. Leute, mittlerweile sind schon knapp 10 Minuten rum. Die meisten Spieler haben sich nicht 1 Millimeter vom Fleck bewegt. Und die Fans animieren sie jetzt aber zum Aufstehen. Leute, ich lasse es auf diese Eindrücke auf mich wirken. An alle Dortmund-Fans, die das Video sehen hier, Kopf hoch auf jeden Fall. Die Bayern-Fans werden sich natürlich jetzt das Fäuste lachen bei dem Stadion-Vlog. Nach 10 Jahren in Folge wäre es nochmal cool gewesen, wäre die Schale auch mal wieder hier gelandet. Aber okay, so ist Fußball. Das ist doch
Daumen nach oben da, kostenlos Abo, Leute, und die Stahlbox nicht verpassen. Nächste Woche dann die Tippokalfinale und Champions League-Finale. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Kleiner Nachtrag noch, Leute. Ich habe gerade so viele Menschen gesehen, die richtig geweint haben. Ich habe das natürlich nicht aufnehmen wollen. Das gehört sich jetzt nicht. Das ist ja krass, wenn man überlegt, dass so eine Chance vielleicht erst wieder in 10 Jahren oder so bekommt. Ja. Ne? Ja, doch, komm.